Wie mache ich bei der Jotte einen Eingang? Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Heute wollen wir uns angucken, wie man eigentlich am besten in so eine Jotte reinkommt. Klar, ich kann mir irgendwo eine Plane aufmachen und die als Eingang nutzen, aber wie vertüttel ich die am besten, dass mir die nicht ständig da irgendwo hängt, wo sie nicht sein soll. Und dann möchte ich euch gerne unsere Lösung zeigen, die man hier an dieser Jotte auch gut präsentieren kann. Da ist einfach eine Viereckzeltbahn auf zwei Seiten aufgeknöpft und hier ist sie hochgewickelt. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also die Plane hier ist auf beide Seiten letztendlich aufgeknöpft und ich habe jetzt hier meinen Stoffstreife, von dem ich mir überlegen muss, wie ich ihn hochkriege. Ich kann natürlich einfach, wenn es schnell gehen muss, kann ich den oben drauf schmeißen, aber das ist jetzt nicht die Lösung, die wir hier vorgesehen haben, sondern ich nehme die Plane hier und schlage die einmal so rum ein und das andere mal so. Und dann kann ich die einfach hier hochrollen. Und hier habe ich einen Gummi, den ich ziehen kann, um hier den Hebel einzuführen. Ja, da verschwindet die Eingangsplane verschwindet hier gut unter der Draufkante, ist wettergeschützt versorgt. Das heißt, auch wenn es jetzt anfängt mit Regen, das Wasser läuft über die Draufkante ab, an der Eingangsplane vorbei und tropft einfach ab. Von daher glaube ich, ist eine gute und schnelle Lösung, diese Plane unterzubringen. Hier in dem Fall haben wir jetzt innen auf der Seite ein Bändel angebunden mit einem Gummizug dran und ein kleiner Knebel, der mir es erlaubt, die Plane hier durch den Ring an der Draufkante festzumachen. Es geht auch einfach mit einem Stück Schnur, was ich oben durchfädel und durchziehe und einen Schlupf drauf mache, dann hält die Eingangsplane genauso gut. Ich zeige euch das mal, wie man es von innen machen kann, weil ich will nicht immer draußen arbeiten. Wenn schlecht Wetter ist, mache ich die Tür von innen auf. Funktioniert aber genauso. Auch hier ist der Trick, einfach die Plane hier unten in der Mitte zu fassen und dann einmal die eine Ecke einzuschlagen, einmal die andere Ecke einzuschlagen und dann hier hochzuwickeln. Also ihr seht, es ist relativ einfach, eine Vierecks-Zeltbahn als Eingang zu verwenden, ohne jetzt irgendeine spezielle Eingangsplane zu haben, sodass man diese hochrollen kann und einfach oben mit dem Bändel oder einem Gummizug oder in diesem Fall mit dem Knebel durch den D-Ring dann auch oben zu befestigen. So ist die Plane schnell auf und so ist sie schnell wieder zu, es sieht ordentlich aus und es kann jeder durchschlüpfen, der in die Jotte rein muss. Ja. War ein kleiner Tipp für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen hoch da oder abonniert gleich unseren Kanal. Dann seid auch immer auf dem Laufenden. Bis dahin sage ich Dankeschön, euer Ralf von Jotteland.